Und was folgt daraus? Nun, ich sagte es schon mehrfach. Es folgt daraus, dass die nächste Krise kommt. Es folgt aber auch für mich daraus, dass die vielen guten Ansätze, die es gibt, ein wirklich neues Währungssystem zu schaffen und ein neues Rohstoffsystem zu schaffen, derzeit vollkommen unrealistisch sind. Muss ich zu mir selbst sagen, obwohl ich vorhin ja gesagt worden, ich habe mit Stiglitz zusammengearbeitet, wir haben unsere eigenen Vorschläge gemacht, die noch weit über das hinausgehen, was die Stiglitz-Kommission vorgeschlagen hat. UNCTAD arbeitet seit 40, 45 Jahren an der Rohstoffproblematik, die jetzt dramatisch verschärft ist, durch die Financialization, sagt man in Englisch, ich weiß gar nicht, gibt es ein deutsches Wort dafür, die Finanzialisierung der Rohstoffmärkte, die dramatisch verschärft ist, weil wir jetzt die Rohstoffpreise wirklich nicht nur den üblichen Schwankungen dieser Märkte, die ohnehin groß sind, überlassen und damit es für die Produzenten und die Nachfrager unmöglich machen, es sich an irgendetwas anzupassen, die es auch für die Produzenten unmöglich machen, sich zu diversifizieren, vernünftig mit den Rohstofferlösen umzugehen. Auch das ist ja praktisch unmöglich. Wir reden immer so leicht über Korruption in diesen Ländern und all sowas. Das mag es ja alles geben, aber wir sorgen auch nicht dafür, dass diese Länder die Chance haben, sich wirklich zu diversifizieren. Was tue ich, wenn ich als Rohstoffland nun mal 2-3 Jahre eine Bonanza erlebe, dass die Rohstoffpreise steigen und ich mehr Geld verdiene, so wie das in den Jahren 2005, 2006, 2007 war? Baue ich dann die Wirtschaft grandios um? Diversifiziere ich meine gesamte Produktionsstruktur? Gehe ich dann in die Industrie? Nein, niemand tut das. Kein vernünftiger Mensch würde das tun, weil man nicht erwarten kann, dass es irgendwo anhält. Wenn man erwarten muss, dass es in den nächsten 3 Jahren wieder in sich zusammenfällt, wird man weder im Rohstoffbereich noch sonst wo irgendwie investieren. Sondern man wird dem Vorbild seiner großen Vorbilder folgen und das Geld an die Finanzmärkte bringen, weil es dort sich ja wesentlich mehr rentiert, weil man ja leicht 20-25% Rendite erzielen kann. Warum sollte sich irgendjemand die Mühe einer wirklichen Investition in reale Anlagen antun, wenn man ihm jeden Tag erklärt, dass an den Finanzmärkten viel mehr Geld zu verdienen ist, mit nichts, sozusagen mit nichts? Das ist doch alles vollkommen absurd.